Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt, und das ist Harry Potter und der Gefangene von Azkaban. Ja, das letzte gute Harry Potter Spiel, die danach waren alle offen gesagt Müll, aber das ging eigentlich noch, soweit ich es in Erinnerung habe. Ich weiß nicht, wie gut es war. Ich habe es in Erinnerung, dass es nicht ganz so gut war wie der zweite Teil, den wir jetzt Steht, leider zu dass Ende haben. Sirius Black aus dem Zauberergefängnis Azkaban ausgebrochen ist. Ausgebrochen. Also, Vor die 12 Jahren Player-Models sehen schon mal tötete er besser aus. 13 Menschen mit Irgendwie. einem einzigen Fluch. Irgendwie. In Hogwarts sind wir bestimmt Die sicher. Bewegung Was ist los, etwas Harry? lächerlich aus. Ja, Sieht ich gerade habe nur ich gestern das. gehört, Oh, wie dein und Vater Harry über Sirius sieht Black richtig müde redete. aus. Das Zaubereiministerium glaubt, er sei hinter mir her. Black ist geflohen, um dich zu suchen? Oh Harry, du musst wirklich ganz, ganz vorsichtig Ja, ich sein. werde vorsichtig sein. Such bloß Ganz keinen Ärger. Ich vorsichtig. suche keinen Ärger. Meist findet der Ärger mich. Also, ich muss Sie werden sagen, ihn doch fassen, nicht wahr? Ich die meine, die Player-Models sehen Muggel ja suchen ihn besser doch aus, auch auf. aber irgendwie wirkt das Kretze, Ganze ein bisschen komm albern. zurück! Ach, Kretze, Kannst du auf nein! dieses Monster nicht besser Krummbein aufpassen? rennt erstmal gegen die Tür. Beruhig Tschüssi, dich, Katze. Ron. Du willst doch Professor Beruhig Dobby dich nicht mal! erwecken. Oh, woher wissen wir, dass es Professor Lupin ist? Im Buch wussten wir Keine noch gar Sorge, nicht, dass Ron. es Wir Professor helfen dir bei Lupin der ist, Suche sondern nach haben uns nur Kretze. gewundert, wer das ist. Weil Lehrer sonst nie im Hogwarts Express mitreisen, haben wir uns gefragt, wer das sein könnte. Also, Na und wir wussten den super. Namen noch gar Kretze nicht. könnte überall hin verschwunden sein. Ja, ich weiß. Dann können wir hier rein Diese zurück. Tür Eine ist Katze ist ja verschlossen. gemeingefährlich, Hermine. Diese Tür ist Okay, verschlossen. wir sind gerade eben rausgekommen, aber die Tür lässt sich nicht öffnen. Können wir hier rein? Ah, hier können wir rein, aber in unser eigenes Abteil nicht. Hallo? Nein, möchtest du Hi mit uns Harry, reden? ich glaube, ich habe eben Rons Ratte den Flur runterlaufen Oder sehen. warst du aber sehr aufmerksam? Gut erkannt. Krummbein versteht einfach nicht, dass er Krätze nicht jagen darf. Ja, echt mal Sie Ron. kriegen Sirius Black, Harry. Keine Sorge. Wer ist denn das? Oh, ein Slytherin-Schüler. Erstmal ansprechen. Hallo? Ach nee, die wollen nicht mit uns reden. Okay, dann Dann gehen wir einfach leuchte! weiter. Oh, da ist Krätze Wie gewesen. nun öffnest du mit dem Alohomora-Zauber, Wir Harry? können Drücke anscheinend zum noch alle alten Aktivieren deines Zauber. Zauberstabs die linke Maustaste. Halte sie gedrückt, während du die Maus bewegst, um mit dem Zauberstab zu Hat er zielen. sie gedrückt? Okay. Doch, da haben wir noch viel zu lachen. Die Tür aufkriegen, Ja, Harry. ich hab's doch geschafft. Halte die linke Sei nicht so Maustaste hektisch. Oh, da gedrückt ist und da Kratze. ist er. Nein, Kratze, renn nicht weg. Wir wollen dir helfen. Oh Gott, sind die ganzen Go Effekte das Gepäck klettern, Harry. laut. Ich hoffe, das Die stimmt Illusion alles. Wenn nicht, werde ich gleich mal und dann schauen. anfangen zu Ha! Wir müssen hochspringen, um über diese Kisten zu klettern. Oho. Los. Du Können gehst wir voran. skippen? Geh Ne, auf wir die können, glaube ich, Kisten gar nicht mehr zu skippen in dem und drücke Spiel. die rechte Das war Maustaste, um einer zu der Sachen, die springen. mich gestört haben. Und ich werde jetzt ganz kurz pausieren und schauen, ob alle Lautstärken stimmen. Probier weiter, Okay, Harry. es scheint alles Geh zu den halbwegs zu stimmen. Kisten. Jetzt habe ich das vielleicht Halte die zweimal Kassen gesagt, aber diese die Aufnahme hat blöde kurz Katrone gehangen. mitnehmen. So, Fred und George das geben haben uns wir. dafür ein paar fiese Sachen in ihrem Laden. Die Bohnen gibt's wieder, damit können wir uns fiese Sachen kaufen. Oh, und da ist. Wir müssen das Ding hier wohl aus dem Weg Wie schieben. hieß denn der Zauber? Oder einer von uns könnte Depulso. Depulso zaubern. War das nicht Rectus Sempra im letzten Teil? Oh, wir spielen Hermine. Wir spielen Hermine. Ach, stimmt, das war in dem Teil. Da konnte man zwischen Charakteren wechseln. Das fand ich extrem cool. Ich Okay, erinnere mich an dann wirken wir mal Depulso. Depulso, was Klasse, aussieht wie Hermine. Rectus Sempra. Und Okay, normalerweise hätte man und wo da ist jetzt deine Ratte? Flipendo Eine benutzt. verschlossene Truhe. Da ist häufig was drin zu finden. Öffne sie mit Alohomora, Alohomora, Hermine. Krasse Sache. Gleich mal öffnen. Ne, das finde ich gerade cool. Da hat man zwischen zwischen Charakteren hin und her gewechselt. Man muss sagen, 1, 2, 3 haben die gleichen Entwicklerstudios gemacht, soweit ich es weiß. Gott sei Ab Dank. 4 Wenn wir kam durch dann dieses anderes Speicherbuch Riss. gehen, werden unsere Abenteuer bis hierher gespeichert. Na, dann gehen wir mal durch. Ab Teil 4 kam dann anderes und muss sagen, Teil 4 war echt schrecklich. Na, klasse. Kratze ist hinter diese Wand gelaufen. Zum Also Glück ist da Ron, auch du gerade ein solltest Loch, wo deine alle Ratte durchpassen. wirklich mal trainieren. Wie böse sie guckt. Wow, ein magisch verschlossener Schrank. Wir müssen alle drei gleichzeitig zaubern, um ihn zu öffnen. Ich fang an, ihr kommt dazu. Sie wirken alle so jünger durch die Player-Motte. Oh, jetzt sind wir Ron. Wir warten mal und zaubern auf. Hui. Was ist denn das? Ich würde mal sagen, ein Wasserspeier. Ein Wasserspeier, was sonst? Habe ich es nicht Verwende gewusst. Lumos auf ihn, Ron, und ein geheimer Bereich erscheint. Okay, Lumos. Okay, die Frösche sehen aber hässlich aus im dritten Teil. Oh. Oh Gott, Bücher! Also, die extrem laut sind. Erstmal wieder alles leiser machen. Tut mir leid, aber in dem Spiel ist es so kacke, weil die Stimmen und die Effekte sind auf einem einzupegeln.
Deswegen tue ich mich da gerade etwas schwer. Aber ich glaube, wir töten jetzt einfach die Bücher. Oh ja, das war richtig klasse. Mhm. Wir sind richtig klasse, ich glaube. So, nach diesem Kampf sollen bestimmt jetzt auch wieder lauter. Der Impuls, noch die Türe geöffnet. Tut mir leid, dass wir gerade hier so oft zwischen Menü und Spiel hin und her switchen. Aber es ist der Anfang von diesem Spiel und ich will, dass alles verständlich ist. Dass die Textpassagen verständlich sind und diese hässlichen Schokofrösche, also lieber noch schöner. Die geben uns nach der Begegnung mit diesen. Dieser Waggon ist mir unheimlich. Was ist in diesen Käfigen drin? Spinnen. Sie sollten ganz bestimmt nicht hier sein. Viecher. Wir können sie nicht zurücklassen, oder? Los, kommt schon. Okay, gehen wir weiter. Und wir sind wieder Harry. Yay, oh. Kretze, wo rennst du hin? Na, wen haben wir denn da? Potti und das Wiese. Ich hätte wissen müssen, dass dieses traurige Exemplar von Ratte etwas mit dir zu tun hat. Draco Malfoy. Hat man dich also in den Tierwaggon gesperrt, ja? Wohl der einzige Ort, an dem er Freunde findet. Ich würde euch tatsächlich gerne einen ziemlich interessanten Freund vorstellen. Nehmt euch jetzt, bitte. Oh nein, was ist das bloß für ein monströses Buch? Also ich glaube, das ist eine Ausgabe des Monsterbuchs der Monster. Schau mal auf die Seiten! Wir holen sie aus der Luft, Harry! Genau, das war glaube ich so, die musste man zweimal verzaubern, dann ist er tot. Dann muss man machen mit den extrem lauten Geräuschen. Ich hoffe, ich bin laut genug, ich werde jetzt einfach mal laut reden. Ich hoffe, auf dem Buch gehen bald die Seiten aus. Und schon besiegt. Musterbuch der Monster war ja das Buch, was Hagrid den Schülern auf die Einkaufsliste an Büchern geschrieben hat. Keiner wusste, wie man die Bücher öffnet. Eine Bildkarte, die sammle ich total gern. Wenn wir Hogwarts genau durchsuchen, finden wir garantiert alle 80 Sammelkarten. Wir können in das Folio Universitas schauen, nachdem wir eine Sammelkarte aufgehoben haben. Wenn wir gleich machen, die Sammelkarten werden hier sein, 1 von 15. Warte, was steht da? Bildkarten berühmter Zauberer? Bildkarten berühmter Hexen? Quidditch-Karten? Okay, das ist so eine teile Kategorie. Nein, nein, Hermine, ich höre dir nicht zu. Warte, endlich. Du hast uns ganz schön Ärger gemacht, du nutzlose Ratte. Los, lasst uns in unser Abteil zurückgehen, bevor uns jemand vermisst. Oh nein. Also mich würde mal echt interessieren, habt ihr die Bücher gelesen oder nur die Filme gesehen? Oder keins von beiden? Das würde mich mal interessieren, das wäre interessant zu wissen. Weil ich finde es hier recht gut gelöst, dass man erst zum Dementor hinrennt, dass man quasi hier so ein Tutorial davor hat. Und dann kommt der Dementor. Los, Ron, du schaffst das. Blockier die Türe. Hui. Wir können uns nicht bewegen nach rechts und links. Wir können nur springen. Du, Harry, nix an! Wir beschützen ihn! Ich habe das Ganze hier auch schon mal auf. Allerdings, also im ersten Abschnitt, um zu gucken, wie der Ton ist. Der war allerdings schrecklich, deswegen konnte ich das da nicht nehmen. Da bin ich bis hier hingekommen. Krasse Sache, oder? Deswegen bin ich auch gerade etwas sprachlos und ich rede die ganze Zeit nur Müll. Ich hoffe, es stört euch nicht, dass ich reinrede. Sirius Black unter seinem Umhang. Geht! Verluche. Yay. Harry, alles in Ordnung? Ja, ich glaube schon. Ja. Was ist passiert? Ein Dementor war da. Was war das für ein Wesen? Ein Dementor. Einer der Dementoren von Azkaban. Wir sollten zurückgehen. Wir sind gleich in Hogwarts. Geht es dir wirklich gut, Harry? Gut, mir geht's gut. Wie die Gesichtsbewegungen gerade waren. Man hat richtig gesehen, wie die animiert sind. Ich bin Harry. Ja, mir geht's gut. Und dann würde ich sagen, Ron und Hermine waren froh, ist auch gleich Ende vom Part. Warten noch bitte die ganzen Zwischensequenzen, wenn fertig sind. Dementor hatte keinen schweren Schaden und hören dem. Ach, ich mag diesen Erzähler. Gefühl der Angst. Die drei Freunde eilten zur ersten Unterrichtsstunde, denn sie wollten ihren Unterricht endlich fortsetzen. Ich bin Professor Lupin, euer neuer Lehrer für Verteidigung gegen die dunklen Künste.
Unsere erste Stunde behandelt den Carpe Retractum-Zauber. Carpe Retractum, ich weiß gar nicht mehr, was für ein Ron Zauber Weasley, das war. Kommst du bitte nach vorn? Nicht mal Harry, nicht Harry, sonst ist immer Harry dran, aber wir spielen hier ja alle. Sind Sie sicher? Hermine ist bei Zaubern. Was ich eigentlich ganz vergessen habe, bevor ich dieses Spiel nochmal angerührt habe. Ich hab daran gar nicht mehr gedacht, dass du es diese das schon, Ron. Neuerung in diesem Spiel gab. Durch diese Tür und fang an. Okay. Würde ich sagen, gehen wir durch diese Türe und fangen an, allerdings erst im nächsten Part. Bis dann, liebe Leute. Tschüss.